Herzlich willkommen zum Online-Vortrag Einführung in die lösungsorientierte Beratung und Gesprächsführung. Und bevor wir uns dem Thema selber widmen, sollten wir erstmal schauen, wie ordnet man denn sowas überhaupt ein? Also wir sprechen ja über einen Beratungsansatz. Ich gehe davon aus, dass wir Fachkräfte unter den Teilnehmenden haben, die aus Beratung, Therapie, Coaching kommen, vielleicht aber auch aus dem Bereich Pädagogik. Und wir haben ja verschiedene Arbeitsweisen. Also wie wir arbeiten, das legen wir irgendwann in unserer Ausbildung oder nach unserer Ausbildung fest. Also es gibt verschiedene Richtungen, nach denen wir unsere, auch nach verschiedenen Prinzipien, nach verschiedenen Regeln mit einer bestimmten Haltung. Und die Lösungsorientierung ist ein Beratungsansatz unter vielen. Ja, also ein Ansatz verstehen wir als eine Art Konzept, wie wir mit Klientinnen und Klienten arbeiten. Und diese Konzepte, da gibt es zahlreiche, die unterscheiden sich untereinander. Und die Lösungsorientierung ist jetzt ein Konzept davon. Und wenn man so ein bisschen in die Geschichte und Historie schaut, gibt es eigentlich vier große Therapieströmungen, aus denen sich diese Beratungsansätze immer ableiten. Ja, also bei Therapie sprechen wir ja immer von Heilung oder Linderung von psychischen Krankheiten. Und Beratung ist immer eine Unterstützung im Alltag, die hilft, Probleme zu lösen, die unterstützt bei Veränderungsprozessen oder in der Entwicklung, um Verbesserungen zu erzielen im Erleben, im Denken, im Verhalten. Also der Unterschied, das eine, da braucht man meistens eine Heilerlaubnis dazu oder man braucht einen offiziell ausgebildeten Therapeuten oder einen Psychologen. Und in der Beratung, das können Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen oder psychologische Beraterinnen und Berater oder zum Beispiel auch systemische Beraterinnen und Berater leisten. Und es gibt vier grobe Richtungen, in denen sich unsere Therapieansätze einordnen lassen. Die zeige ich euch auch gleich nochmal in einer anderen Übersicht. Und aus diesen Richtungen haben sich verschiedene Beratungsansätze entwickelt. Ja? Also wir haben die Psychoanalyse und die tiefenpsychologischen Ansätze. Das sind so Freud, ist da ein bekannter Vertreter, Erfinder der Psychoanalyse, Adler, Jung. Das heißt, da geht es so ein bisschen darum zu schauen, warum sind Dinge entstanden in der Biografie. Man schaut so ein bisschen in die Vergangenheit, in die Familie. Also man analysiert so ein bisschen die Psyche, um zu schauen, wie man dann mit Problemen umgehen kann, wie aufgrund dieser Analyse und durch die Analyse Krankheiten gelindert oder geheilt werden können. Dann gibt es die humanistischen Ansätze, der personenzentrierte Ansatz, Gestalttherapie, aber auch die Gesprächspsychotherapie, wo das Hauptaugenmerk so ein bisschen auf der Beziehung liegt zwischen Therapeut und Klient bzw. Patient und als ganz aktueller, neuer und populärer Ansatz der systemische Ansatz, der also davon ausgeht, jeder ist mit jedem vernetzt, alles ist in einem System miteinander verbunden, steht in Beziehung, in Wechselwirkung und entsprechend achtet man bei einer Therapie oder einer Beratung nicht nur auf den Klienten oder die Klientin an sich, sondern man bezieht das System mit ein. Also wenn zum Beispiel ein Kind ein auffälliges Verhalten zeigt, dann arbeitet man nicht allein mit dem Kind, sondern eben mit dem System drumherum. Und aus diesen Ansätzen haben sich dann verschiedene Beratungsansätze entwickelt. Ihr seht hier eine Auswahl davon, also psychoanalytisch orientierte Beratung, verhaltensorientierte Beratung, systemische Beratung und lebensweltliche Beratung. Und auch die lösungsorientierte Beratung. Und Beratungsansatz, wie schon erwähnt, meint, da steckt ein Konzept dahinter, also eine Vision, wie wir mit Klientinnen und Klienten arbeiten, also wie begleiten wir sie zu dem Punkt, den sie gerne hätten. Und damit haben wir eine bestimmte Haltung. Also das Wie, unsere Arbeitsweise, welche Methoden und Techniken wir wählen, das braucht immer eine bestimmte Haltung, also ein Menschenbild, wie wir den Klienten oder die Klientin sehen, was wir einbeziehen, was aber auch nicht, was wir für Fragen stellen, was aber auch nicht, welche Methoden wir wählen, welche aber auch nicht. Ja? Und der lösungsorientierte Ansatz ist jetzt einer von vielen, auch ein ganz aktuell populärer, der sich eher dem systemischen Ansatz zuordnen lässt. Und ich habe euch hier mal eine Übersicht gemacht über die vier Grundideen von Therapie. Und da lassen sich auch die vier Grundideen von Beratung letztlich einordnen. Also wenn ihr hier
oben seht, es gibt Therapierichtungen und damit auch Beratungskonzepte, die eher von einer linearen Annahme ausgeht. Damit ist gemeint, es gibt eine Ursache und diese Ursache ist dafür verantwortlich, dass ich heute zum Beispiel ein Symptom zeige oder ein Problem erlebe. Und es gibt eher die konstruktivistische und Wechselwirkungsidee, das heißt, alles ist miteinander vernetzt, alles ist miteinander verbunden, so mobileartig und alles ist miteinander in Beziehung. Das heißt, es gibt nicht dieses Ursache-Wirkung, sondern alles hat mit allem zu tun. Ja? Und in der Zeile nach drüben, also in dem Viereck, geht es jetzt hier darum einzuordnen auch, wie viel denkt, arbeitet und wirkt Klient oder Klientin und wie viel der Berater oder die Beraterin. Damit ist also auch gemeint, wie aktiv ist der Therapeut oder die Therapeutin, wie nimmt sie sich aber vielleicht auch raus, wie viel macht der Klient oder die Klientin. Denn da gibt es auch verschiedene Ansätze und die lassen sich nicht so leicht miteinander vereinbaren, wenn eher wir dafür sorgen, dass der Klient seine Lösung findet und eher wir arbeiten, dann wird der Klient automatisch passiv. Und wenn ihr hier schaut, bei den konstruktivistischen Ideen, also systemischer Ansatz und verhaltenstherapeutischer Ansatz, gehen wir eher davon aus, dass wir so eine Art begleitende Rolle bekommen und der Klient oder die Klientin versucht, die Lösung selbst zu finden, im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, Empowerment, wer diese Begriffe schon mal gehört hat. Hier oben die beiden gehen eher von linearen Annahmen aus. Das heißt, es gibt eine Ursache und diese Ursache hat was damit zu tun, dass es heute ein Problem gibt. Das heißt, es wird eher an den Ursachen gearbeitet. Die Ursache ist in den beiden Ansätzen hier unten eher zweitrangig. Ja, es gibt ja zum Beispiel Menschen, die erleben etwas Traumatisches und bleiben trotzdem gesund und brauchen keine Therapie. Ja, da kann man dann zum Beispiel davon ausgehen, dass die Ursache für eine mögliche Störung nicht unbedingt dort liegt, wo ein Problem mal entstanden ist. Und in diese vier Felder kann man ungefähr alle Beratungsströmungen auch einordnen. Und wir und mit unserem lösungsorientierten Ansatz, den kann man hier eher im systemischen Ansatz einordnen. Das heißt, der Klient ist bei uns der aktive Part. Er wird dazu befähigt, seine Lösung selbst zu finden. Und wir werden eher in einer begleitenden Rolle dabei sein. Und wir gehen davon aus, dass alles miteinander vernetzt ist, dass Probleme vielleicht auch erzeugt werden. Manchmal erleben wir ja ein Problem, wo andere sagen, das ist für dich ein Problem. Also so im Sinne des Konstruktivismus machen wir unsere Wirklichkeit. Das heißt, das, was wir so erleben, denken und fühlen, ist ein bisschen auch veränderbar. Ja, und diesen Phänomen machen wir uns zunutze, wenn wir auch lösungsorientiert arbeiten. Ja, also zum Beispiel durch die sprachliche Benennung, das schauen wir uns dann später auch gleich an, ist denn ein Problem zum Beispiel immer ein Problem? Oder ändert sich zum Beispiel die Wahrnehmung, wenn ich sage, es ist eine Herausforderung für mich? Oder es ist eher ein Konflikt? Oder es ist eher ein Phänomen? Und schon da nehme ich eine andere Beziehung ein zu dem, um was es geht. Ja, also da geht es um sprachliche Veränderung. Schauen wir uns aber diese Lösungsorientierung mal etwas genauer an. Das medizinische Modell geht eher davon aus, dass ein Klient oder eine Klientin ein Problem erlebt, ein Symptom hat oder einen Konflikt hat. Und wenn ihr zum Arzt geht, wird genau so geschaut. Also was ist das Defizit? Dann wird in die Vergangenheit geschaut. Was ist eine mögliche Ursache? Man orientiert sich sehr an Problemen. Und wenn sich jemand einen Arm gebrochen hat, dann wird natürlich gefragt, wie ist das denn passiert? Und was war dafür die Ursache? Ja, das heißt, wir schauen uns in diesem defizitorientierten, eher medizinischen Modell an. Fokus ist Erleben vor und nach der Sitzung auf ein Problem. Und wenn ihr schon mal irgendwo gewesen seid, wo ihr euch eine Dreiviertelstunde oder Stunde mit einem Problem beschäftigt habt und mit einer Ursache und wie das entstanden ist, dann macht das was mit unserem Erleben. Wir nennen das Trance-Phänomen. Also wenn wir eine Stunde über ein Problem sprechen, werden wir immer mehr selbst zu diesem Problem. Also wir quatschen uns letztlich in so eine Art Problem-Trance. Vielleicht kennt ihr das so aus dem Alltag, wenn ihr sehr lange euch mit einem negativen Phänomen beschäftigt, dann sinkt entsprechend auch die Stimmung. Und irgendwann hat man das Gefühl, das Problem wird immer größer, weil ich immer mehr über dieses Problem spreche. Das lösungsorientierte Modell macht jetzt genau das Gegenteil. Das heißt, wir schauen nicht auf das Defizit, sondern wir schauen, was braucht denn der Klient oder die Klientin für eine Ressource oder für eine Stärke,
um ihr oder sein Problem lösen zu können. Das heißt, wir schauen als erstes mal, was ist denn überhaupt das Anliegen unserer Zielgruppe? Was braucht er denn heute aktuell an diesem Tag? Wir orientieren uns nicht an der Vergangenheit, sondern was will derjenige irgendwann mal erreicht haben? Also angenommen, das Problem ist gelöst in der Zukunft. Was ist denn dann anders? Wir orientieren uns an Lösungsideen. Also was wurde schon versucht? Was hat jemand vielleicht in einer ähnlichen Situation schon mal gemacht, ja. Wir orientieren uns an Ressourcen, also wer oder was könnte helfen und unterstützen, um ein Problem zu lösen. Und im Sinne von Konstruktivismus, den ich gerade schon angeteasert hatte, also eine Wirklichkeitskonstruktion. Das heißt, das, wie wir etwas benennen, schafft unsere Wirklichkeit. Also wenn ich mir 10-mal einrede, dass dieser Vortrag hier für mich zum Beispiel ein Problem ist, dann ist der für mich irgendwann ein Problem. Das ist die Haltung, die ich einnehme zu einem Phänomen. Und diese Haltung ist eben veränderbar. Und vielleicht würdet ihr den Unterschied merken, wenn ihr jetzt euch in den Klienten hineinversetzt, der eine Stunde lang eher darüber spricht, was er gerne tut, was er gut kann, welche Ressourcen er hat, wie er früher Probleme bewältigt hat, dann wird er nach dieser Stunde anders aus einer Beratungs- oder Therapiesitzung rauskommen, als wenn er diese Fragen gestellt hat: Warum glauben Sie, ist das so? Was hat Ihre Familie damit zu tun? Was sind die Ursachen? Wie oft gibt es dieses Problem? Ja, also das ist ein Unterschied schon in der Herangehensweise und damit eben auch im Erleben der Klientinnen und Klienten. Und die lösungsorientierte Beratung ist letztlich ein Oberbegriff für alle Arten von professionellen Gesprächen, die das Ziel haben, psychosozial zu fördern, zu begleiten und zu stabilisieren. Also wenn Menschen zu euch oder zu uns kommen, die irgendwo ein Problem erleben, im Beruf oder im Alltag oder im Privatleben, in der Beziehung, dann geht es darum, dass die Person an sich im Fokus steht. Ja? Und die Person mit ihren Ressourcen, mit ihren Lösungsideen, mit ihren Stärken und Fähigkeiten, eben mehr als mit Defiziten, Symptomen, Problemen etc. Der reine lösungsorientierte Ansatz ist ein Teil des Systemischen. Das heißt, wenn wir nur lösungsorientiert arbeiten, kann man auch sagen, man arbeitet nicht systemisch. Das heißt, man bindet das System nicht so ein wie vielleicht ein systemischer Supervisor oder eine systemische Beraterin. Es macht aber immer Sinn, denn Ressourcen stecken meistens in den Systemen. Ja? Das sind meistens andere Personen, die unterstützen können. Das können aber auch Ressourcen sein, die ich mit anderen gemeinsam habe. Das heißt, die Lösungsorientierung ist schwer zu trennen von dem klassischen systemischen Ansatz. Und genau, gerade in den letzten Jahren erhielt diese Lösungsorientierung großen Einzug, sowohl in Beratung, Therapie, das ist ja jetzt das Thema, was wir uns heute anschauen, aber auch in der Pädagogik und eben in zum Beispiel der sozialen Arbeit. Weil es einfach eine Arbeitsweise ist, mit der ich schneller ans Ziel komme, ohne dass der Klient oder die Klientin das Gefühl hat, es fehlte irgendwas. Ja. Und dieser lösungsorientierte Ansatz lässt sich sehr gut kombinieren mit anderen Beratungsansätzen, ja, also mit verhaltensorientierten Ansätzen zum Beispiel oder mit ressourcenorientierten Ansätzen. Und damit ist gemeint, ich fokussiere etwas in meiner Beratung und das sind eben in unserem Fall Lösungen. Also wo soll die Reise hingehen für jemanden? Was ist die Veränderung? Beziehungsweise Lösungen auch der Vergangenheit. Was hat denn jemand schon probiert, um ein Problem zu lösen? Und da muss ich vom Problem selber gar nichts wissen. Das schauen wir uns gleich in der nächsten Folie an. Und die Kernfrage, wenn ihr euch vielleicht auch fragt, vielleicht sind psychologische Beraterinnen und Berater unter den Zuhörenden, die sich so fragen, ich habe jetzt so Basiswissen und würde mich jetzt gerne in irgendeine Richtung spezialisieren, um zu sagen, so arbeite ich, dann ist letztlich die Kernfrage, wohin fokussiere ich als Fachkraft, als Beraterin, Berater oder Therapeutin, Therapeut mein Denken, mein Fühlen und mein Handeln und damit ja auch automatisch das Denken, Fühlen und Handeln der Klientinnen und Klienten. Und damit entwickelt sich auch so ein bisschen meine Arbeitsweise. Daraus leite ich meine Methoden ab, die Fragen, die ich stelle, aber auch die Fragen, die ich nicht stelle. Im lösungsorientierten Arbeiten würden wir zum Beispiel nie fragen, warum etwas entstanden ist. Oder was die Ursache für irgendein Phänomen ist, weil das für unser Denken eigentlich irrelevant ist. Also wir müssen Ursachen eines Problems nicht kennen, um das Problem zu lösen.
Um mal so ein ganz plastisches Beispiel, was ich in einem Podcast gehört habe, zu bringen, was Lösungsorientierung sein kann. Da ist ein Kunde in ein Burgerrestaurant gegangen und wollte einen Doppel-Cheeseburger bestellen und den gab es da nicht. Und jetzt hätte der Kollege hinter der Kasse, also der Verkäufer, lange diskutieren können und hat sich aber gedacht, nee, ich bin eher lösungsorientiert aufgestellt. Das heißt, er ging in die Küche, hat einfach zwei einzelne Cheeseburger genommen, hat bei dem einen den oberen Deckel runtergenommen, bei dem anderen den unteren, hat die übereinander gestellt und hat ihm zwei Cheeseburger berechnet. Das ist Lösungsorientierung. Anderenfalls hätte die Situation auch so ausgehen können, dass so eine Grundsatzdiskussion ausgebrochen wäre darüber, warum denn im Angebot keine Doppel-Cheeseburger sind und wie schlecht der Laden ist und warum die Geschäftsführung das nicht macht. Und dann ist man ja eher so auch negativ eingestellt. Ja? Die Fachkraft hier hinter der Kasse hat einfach überlegt und schnell geschaltet und überlegt, was wäre eine gute Lösung für diese Situation und hat es letztlich einfach gemacht. Und damit hat er etwas fokussiert, was wir auch in Beratung und Therapie oder Coaching oder in der Pädagogik fokussieren können, nämlich weg vom Problem hin zu Lösungen. Und ihr seht hier rechts dieses Bild. Der schwarze Punkt signalisiert jeweils das Problem. Und es gibt eben die Möglichkeit, durch das Problem durchzugehen, um zur Lösung zu kommen, oder eben drumrum. Also ich muss das Problem selbst gar nicht kennen, um es zu lösen. Das schauen wir uns gleich später noch an. Grundidee hinter dem lösungsorientierten Ansatz ist also, dass es hilfreicher ist, vor allen Dingen für die Klientinnen und Klienten, auf Wünsche, Ziele und Ressourcen zu schauen, als auf die Ursachen. Wie ist es entstanden? Wo kommt es her? Was haben die Eltern damit zu tun? Was hat die Kindheit damit zu tun? Was hat vielleicht irgendein Trauma damit zu tun? Sondern wir schauen eher auf Ausnahmen. Gab es das Problem irgendwann mal nicht? Gibt es Lebenssituationen, wo das Problem weniger ist? Also wir gehen immer davon aus, dass Probleme nie gleichbleibend schwierig sind oder als schwer erlebt werden, sondern wir gehen davon aus, es gibt Ausnahmen, wo das Problem leichter zu ertragen ist, wo man vielleicht gar nicht dran denkt. Dann skalieren wir zum Beispiel. Oder wir haben direkt diese Ausnahmefrage im Katalog und fragen ganz direkt, wann ist das Problem nicht da oder wann ist das Problem weniger? Und damit fokussiere ich entweder die Tür oder die Mauer oder Lösung oder Problem oder Baum oder Zwischenraum. Also mit der Lösungsorientierung lege ich mich eher fest zu fokussieren, was kann jemand, was möchte jemand, wo ist das Ziel, nicht wo ist die Ursache. Und erfunden wurde das Ganze von Inso Kim Berg und Steve DeShazer. Die haben so diese lösungsorientierte Kurztherapie erfunden in den 80er Jahren in den USA. Und dahinter steckte so ein ganz großer Glaube und das Vertrauen eben in die Fähigkeiten, dass Klientinnen und Klienten ihre Probleme selbst lösen können. Und damit gehen wir auch ein bisschen natürlich auch in ein Spiel, wo die Klientinnen und Klienten so das Gefühl haben, die kommen zu uns und wir geben einen Rat. Und dann sind die aber enttäuscht, wenn wir das nicht machen. Sondern wir stellen ja eher so Fragen, dass die Leute selber auf ihre Idee kommen und auf ihre Lösung kommen. Und damit schaffen wir auch so eine Beratung auf Augenhöhe. Würde jetzt ein Klient kommen und sagen, das ist mein Problem, helfen Sie mir mal. Und wir würden dem sagen, was er machen soll, dann würde eine Hierarchie entstehen. Nämlich ich habe die Macht und die Kontrolle über das, was der Klient oder die Klientin tun soll. Und das machen wir eben gerade nicht. Das heißt, wir bleiben auf Augenhöhe und ermöglichen es dem Klienten oder der Klientin selbst zu überlegen, was kann ich tun, was habe ich schon getan, wer oder was könnte mir helfen, welche Ressourcen besitze ich, welche Kompetenzen oder wenn ich sie nicht habe, was brauche ich und wo kriege ich die her? Gibt es die vielleicht in anderen Lebenssituationen? Ja, also wenn es eine Situation im Job gibt, die schwierig ist, dann kann es manchmal helfen zu schauen, gibt es im Alltag irgendwo eine ähnliche Situation, die aber bewältigt werden kann. Das ist der Fokus der Lösungsfokussierung oder der Lösungsorientierung. Das heißt, das ist das Bild hier eher rechts. Ich kann, ohne das Problem zu wissen, eine Lösung finden, indem ich eben an Lösungen arbeite. Ja, wir schauen uns auch später gleich noch an, warum ich das Problem selbst gar nicht kennen muss oder den Inhalt des Problems. Und hier ist das Bild noch einmal in anderer Weise. Das heißt, die Grundidee des Ansatzes
durch ein Problem durchzugehen, ist eher dieses defizitäre Modell. Das kennen wir so aus der Medizin. Also ich muss erstmal alles wissen, bevor ich eine Behandlung machen kann. Und bei uns geht es eher darum, in eine Verhandlung zu gehen. Also gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten auszuhandeln, was für sie das Beste ist. Und da brauche ich das Problem an sich nicht zu wissen, um zu einer Lösung zu kommen. Und die Geschichte geht, wie gesagt, in die 80er Jahre zurück zu Steve DeShazer und Inso Kim Berg. Wer sich da also vertiefen möchte, dem sei empfohlen, die Bücher, die am Ende kommen, auch von den beiden mal zu lesen. Schauen wir uns jetzt diesen Unterschied mal an. Konkret nochmal zwischen dem medizinischen Modell, was eher defizitorientiert ist, und dem lösungsorientierten Modell. Wenn wir also in eine Therapie gehen, zum Beispiel in eine tiefenpsychologische oder Psychoanalyse, dann wird mit uns eine Diagnose gestellt, eine Anamnese gemacht, da wird also lange geschaut, Familiengeschichte, was ist eine mögliche Ursache, welche Schwächen, welche Defizite. Die Behandlung wird entsprechend auch geplant. Das heißt, wenn es ein Trauma in der Vergangenheit gibt, wird dann geschaut, okay, wie kann man also dieses Trauma in der Vergangenheit bearbeiten, damit das Erleben im Heute etwas besser wird. Das sind oft standardisierte Verfahren, die in diesem Ursache-Wirkungsdenken funktionieren. Und da entsteht eben das, was ich gerade gemeint habe. Das heißt, der Berater oder die Beraterin ist Experte oder Spezialistin. Er oder sie plant die Behandlung und Klient oder Klientin kommt eher in so eine passive Rolle. Medizinisches Modell deshalb, das kennen wir so vom Hausarzt. Ja, da liefern wir uns so ein bisschen aus. Das Gegenstück dazu, um Klientinnen und Klienten eher zu befähigen, aktiv zu werden, da gehen wir also davon aus, dass Verhalten und Erleben zum Beispiel in Mustern passiert. Also wenn ich ein Problem erlebe, ihr könnt ja mal an irgendein Problem nebenbei denken, was ihr gerade habt, dann taucht das irgendwann mal auf, aber irgendwann ist es auch mal nicht da. Also ein Problem, was ich auf Arbeit habe, habe ich nicht durchgängig auf Arbeit, das habe ich vielleicht zu Hause gar nicht oder umgekehrt. Also es gibt immer Ausnahmen. Und Probleme stehen immer in Wechselwirkung. Also das hat nicht nur mit mir alleine zu tun, sondern da stecken meistens andere Leute noch mit drin. Chefs, Kolleginnen, Kollegen, Familienmitglieder, wer auch immer. Die stehen miteinander in Interaktion und das macht meistens das Problem. Ja? Das heißt, wir schauen uns die Person im System an und in den Kontexten, in denen sie oder er aktiv ist. Während in diesen anderen Behandlungsmöglichkeiten, Therapiemöglichkeiten sehr fokussiert wird auf die Person an sich als einzelnes Wesen. Wir schauen eher auf die positive Vorstellung, also was soll am Ende rauskommen? Ja, das handeln wir im lösungsorientierten und systemischen Arbeiten aus. Das heißt, eine der ersten Fragen, wenn Klientinnen und Klienten zu uns kommen, ist: Angenommen, diese Beratungssitzung war für Sie erfolgreich, woran würden Sie es merken? Oder ähnliche Frage: Was wäre ein gutes Ergebnis dieser Stunde heute hier? Und damit beame ich die Klientinnen und Klienten sofort in die Zukunft und zu dem erwünschten Verhalten, Erleben und Denken. Also angenommen, das Problem ist gelöst. Und da muss ich von diesem Problem nichts wissen. Und dann blicken wir auf Ressourcen, Möglichkeiten, auf Fähigkeiten, Stärken, Kompetenzen. Wie werden sonst Probleme gelöst? Was gibt es für Ressourcen in der Familie, im Beruf? Was kann jemand besonders gut? Was sind so Talente, die jemand hat? Was sind so Schätze auch in der Vergangenheit? Wie wurden früher Probleme gelöst? Was sind also so Lösungsstrategien? Das ist unser Fokus in lösungsorientierten Arbeiten. Und das Ganze machen wir dialogisch. Das heißt, wir finden das gemeinsam raus durch Fragen und Erkunden. Ja. Also Verhandlung statt Behandlung. Beide sind aktiv. Eigentlich Klient, Klientin noch mehr als wir in der beratenden Funktion. Um die beiden Begriffe noch etwas besser einzuordnen, also es gibt ja die Lösungsorientierung und es gibt die Lösungsfokussierung. Ich habe es versucht, mal grafisch darzustellen, wenn man hier so einen Stadtplan sich nimmt und man orientiert sich an einer bestimmten Richtung. Das heißt, ich habe kein 100% konkret klares Ziel, sondern dort in die Richtung soll es gehen. Also jetzt im Bereich des Stadtplans hier diese rote Linie, dort ungefähr könnte mein Ziel also liegen. Dann orientiere ich mich eher. Wenn ich sage, genau dort an diesem Punkt will ich hin, dann fokussiere ich mich eher.
Ja, das ist so mein Verständnis des Unterschiedes von Lösungsorientierung und Lösungsfokussierung. In der Praxis, ich kenne zum Beispiel Praktiker, die lösungsfokussiert arbeiten, die fragen überhaupt nicht nach dem Problem. Das heißt, da ist der Klient oder die Klientin, da wird überhaupt nicht gefragt, was das Thema ist, sondern da wird sofort reingefragt, wo soll die Reise hingehen, was brauchen Sie dafür, welche Ressourcen sind schon da, etc. Also die fragen nach dem Problem gar nicht. Bei der Lösungsorientierung wird zumindest den Klientinnen und Klienten, das wird auch oft als entlastend erlebt, wenn die die Möglichkeit auch bekommen, ihr Problem mal zu benennen. Das heißt, es gibt durchaus so eine Zeitslot, wo das Problem benannt wird und dann wird im Prinzip lösungsorientiert gearbeitet. Ja? Also das Problem steht aber in beiden Möglichkeiten nicht im Mittelpunkt, ja? Sondern immer, wo geht's hin, was ist das Ziel, wie konkret, wie kommen wir dahin, welche Ressourcen brauchen wir und damit auch die Radikalität eben. Wie viel Raum und Zeit bekommt so eine Problemschilderung in so einer Beratungssituation? Ja. Und es gibt eben andere Beratungskonzepte, da steht eben zu 80, 90% das Problem im Fokus, ja, also auch der Zeit. Eine weitere Grundidee ist, dass wir, das ist das, was ich vorhin schon angedeutet hatte, wenn wir lange über ein Problem sprechen, dann erleben wir so eine Art Problemtrance. Das heißt, unser Körper, unsere Seele, unser Geist wird sich so langsam an das Problem gewöhnen und es wird uns schlechter gehen. Also wenn wir eine Stunde lang über das Schlimmste der Welt sprechen, dann wird das was mit unserer Stimmung machen. Wenn wir uns aber eine Stunde lang mit den guten Dingen der Welt beschäftigen, dann wird es auch was mit unserer Stimmung machen. Die Grundidee kommt eher aus dem hypnosystemischen Arbeiten, also so ein bisschen mit der Idee, wir hypnotisieren uns selbst durch die Fokussierung unserer Aufmerksamkeit. Also da, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke, dort entsteht mein Erleben. Wir könnten uns jetzt auch gemeinsam einen Horrorfilm im Kino anschauen, dann hätten wir ein anderes Erleben, als wenn wir uns mit lösungsorientierter Beratung befassen. Oder der Unterschied zwischen einem Naturspaziergang im Wald und vielleicht einer Seefahrt auf dem Ozean mit großem Wellengang. Also der Unterschied im Erleben, weil ich den Aufmerksamkeitsfokus anders lenke. Und genauso ist es eben bei unseren Klientinnen und Klienten. Das, was ich frage, damit lenke ich die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe. Frage ich ins Problem, erzeuge ich eben genau diese Problemtrance, weil jemand eben dieses Leid, was ja auch mit dem Problem verbunden ist, dann in den Fokus stellt. Fokussiere ich eher, wie ist es Ihnen gelungen, damit umzugehen oder wie schaffen Sie denn, das auszuhalten? Dann fokussiere ich eher eine Ressource und dann erzeuge ich auch ein ganz anderes Erleben. Denn wir gehen immer davon aus, Energy flows where attention goes. Also die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Lese ich die guten Nachrichten oder eher die schlechten? Beschäftige ich mich mit den Defiziten und Schwächen eines Schülers zum Beispiel oder mit seinen Stärken? Dort entsteht Erleben. Und durch unsere Fragen und unsere Arbeitsweise versuchen wir eben, eine Lösungstrance zu entwickeln. Der Klient oder die Klientin kommt immer mit diesem, meistens mit so einem Tunnelblick. Ich habe das Problem und links und rechts gibt es nicht mehr. Ich habe alles probiert, nichts hat funktioniert und Sie sind jetzt meine letzte Rettung. So. Damit ist er voll fokussiert auf sein Problem. Der sieht gar keine Lösungen mehr. Vielleicht kennt ihr das von euch aus dem Alltag. Wenn man so ein paar Wochen vergehen lässt, dann fallen einem die Dinge meistens ganz leicht ein, die man hätte tun können in der Situation. Bei anderen sowieso. Also Probleme anderer zu lösen, ist immer leichter, als die eigenen Probleme zu lösen. Ganz einfach, weil man eine andere Perspektive einnimmt. Nämlich eine, die ein bisschen weiter weg ist, die ein bisschen distanzierter ist, wo man so ein bisschen den Draufblick hat. Und dann kann man auch viel besser einen Rat geben. Und in die Position versuchen wir, die Klientinnen und Klienten zu bekommen. Nämlich wie in dem Bild hier, der sieht vor lauter Problemen die Lösungen nicht. Ja? Ganz einfach, weil er fokussiert ist auf sein Problem. Er erlebt das Problem tagtäglich. Und damit fühlen sich Klientinnen und Klienten dann handlungsunfähig, sie fühlen sich schwach, sie fühlen sich klein. Und je länger das geht, umso weniger sehen sie dann auch mögliche Lösungen und Ressourcen. Deswegen sind auch unsere Fragen, die wir dann stellen, so wichtig. Ne? Also was kannst du gut? Wie kommst du damit klar? Wie schaffst du das, damit umzugehen? Wer hilft dir sonst in solchen Situationen? Und damit wird die Perspektive langsam geweitet, auch zu diesen anderen Lösungsmöglichkeiten
und Ressourcen. Und damit richten wir eben die Aufmerksamkeit weg von diesem selektiven, ne, Problem, 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 hin zu, was gibt es denn noch für Aspekte in meiner Wirklichkeit, wenn ich zum Beispiel die Perspektive etwas wechsle. Ja, also wenn ich zum Beispiel von oben drauf schaue. Und das ist eigentlich schon das Heilsame, denn so finden Leute ihre Ressourcen und ihre Lösungsansätze wieder, indem sie so einen Schritt zurückgehen, indem wir Fragen stellen, die vom Problem wegfokussieren, die auf Ausnahmen fokussieren, auf Ressourcen, Ausnahmen etc. Was ist nun eigentlich so ein Problem? Ich hatte ja schon mal gesagt am Anfang, wir müssen eigentlich vom Problem nichts wissen, um es zu lösen. Es ist letztlich immer die Bewertung zu einem Phänomen, die ein Problem erzeugt und nicht das Problem an sich. Ja? Wenn ich jetzt, wenn wir in einem Seminarraum sitzen würden und ich würde jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin von euch eine Vogelspinne hinhalten, und dann hätten wir verschiedene Reaktionen, wie man mit dieser Vogelspinne umgehen kann. Letztlich sind das alles Lösungsideen für den Umgang mit dieser Spinne. Die einen würden sie vielleicht streicheln, die anderen würden vielleicht hektisch wegrennen und die entsprechend den Ort wechseln. Das alles sind Möglichkeiten des Umgangs mit demselben Phänomen. Die Vogelspinne an sich ändert sich dadurch nicht. Was sich ändert, ist die Bewertung oder die Beziehung, die ich eingehe. Und diese Vogelspinnenmetapher ist genau das Gleiche, was wir im Alltag auch machen können in einer Problemlösung. Wenn wir uns anschauen, was ein Problem eigentlich ist, dann ist es häufig immer die Beziehung, die ich eingehe. Also wenn der Chef schwierig, bestimmt, arrogant ist, dann werde ich den Chef nicht ändern können. Dann ist es letztlich die Beziehung, die ich eingehe zum Chef, die mir das Problem macht. Wenn ich nämlich mit der Haltung reingehe, ich will den verändern und der muss erstmal sein Verhalten ändern, bis es mir wieder gut geht als Arbeitnehmer, dann wird es mir wahrscheinlich jahrelang schlecht gehen. Denn der wird sich vermutlich nicht ändern. Was aber änderbar ist, ist die Beziehung, die ich zu dem Problem, in Anführungsstrichen, also zum Chef, zum Phänomen eingehe. Die ist nämlich veränderbar. Der Chef wird so bleiben, genau wie die Vogelspinne, genau wie alle anderen Phänomene oder viele andere Phänomene, die wir aus dem Alltag kennen, die wir als Problem bezeichnen, wo wir aber einfach die falsche Beziehung und die falsche Perspektive einnehmen zu diesem Phänomen. Und ob das Phänomen jetzt der Chef, die Frau, die Vogelspinne, ein Konflikt oder was auch immer ist, es ist immer meine Einstellung dazu und damit auch die Einstellung der Klientinnen und Klienten, die es entweder problematisch wirken lassen oder eben nicht. Ja? Also nicht das Phänomen macht das Problem, sondern immer die Beziehung, die ich zum Phänomen aufbaue. Vielleicht praktisches Beispiel, wenn wir alle an unsere erste große Liebe denken, die wir vielleicht nicht bekommen konnten. Und damals war der Liebeskummer groß. Heute haben wir eine andere Einstellung dazu. Ja? Diese Einstellung ist veränderbar, entweder durch die Zeit oder durch aktives Tun. Also Perspektiven und Beziehungen kann man aktiv verändern. Ja? Damit arbeiten wir in der Lösungsorientierung. Das heißt, das Problem muss ich nicht wissen, ich muss auch die Ursache nicht wissen, ich muss einfach nur wissen, wie steht der Klient oder die Klientin, in welcher Position, in welcher Perspektive, in welcher Beziehung steht er oder sie zum Phänomen und welche hätte er gern. Und das Phänomen an sich ist austauschbar. Dann ist ein Problem immer eine Ist-Soll-Diskrepanz. Das heißt, wenn wir ein Problem erleben, gehen wir in unserem lösungsorientierten Arbeiten davon aus, dass jeder auch eine Vorstellung der Lösung hat. Wenn der Ist-Zustand ungewünscht ist, also irgendein Problem auf Arbeit zum Beispiel, irgendeine strukturelle Veränderung, die zu mehr Stress und Aufgaben führt, das ist ein Ist-Zustand. Dann kann ich mir durch kluge Fragen herauskitzeln, was denn der Sollzustand des Klienten oder der Klientin ist. Also wir gehen davon aus, wenn jemand ein Problem erlebt, hat er oder sie auf jeden Fall eine Vorstellung, wie er oder sie es gerne hätte. Und dann sind wir schon bei der Lösung. Also der Sollzustand macht letztlich das Ziel der Beratung oder Therapie aus und wir müssen dann überlegen, wie kommen wir dahin. Und die Diskrepanz zwischen so ist es und so möchte ich es nicht und so hätte ich es gern, so ist es aber nicht, macht auch ein Problem erleben. Also diese Ist-Soll-Diskrepanz erzeugt das Problem in uns und die Beziehung eben, wie gerade erwähnt, die wir zum Phänomen aufnehmen. Und dann ist eben die Frage, wie arbeiten wir mit den Menschen, die zu uns kommen, die genau das erleben? Fragen wir ins Problem, zur Ursache,
Was ist das für eine Schwäche, für ein Defizit? Wo ist das entstanden? Wer ist dafür verantwortlich? Wer ist schuldig? Oder fragen wir, was ist Ihr Ziel? Wie sieht Ihr gewünschter Zustand aus? Was wäre denn nützlich für Sie? Welche Ressourcen bringen Sie mit? Wie haben Sie früher ähnliche Probleme gelöst? Und damit erzeugen wir auch einen ganz anderen Aktivierungszustand bei den Klientinnen und Klienten. Die beste Metapher, die es dafür gibt, ist die Wettermetapher. Es regnet, es soll aber nicht regnen. Ja, also wir haben irgendwie einen Termin, wir müssen das Haus verlassen, in dem Moment fängt es an zu regnen. Dann erleben wir ein Problem. Den Regen an sich können wir aber nicht verändern, der ist nun mal da. Es gibt aber Möglichkeiten, mit diesem Phänomen umzugehen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich gehe doch nicht raus oder ich ziehe mir andere Sachen an oder ich nehme einen Schirm mit oder ich kann mir sogar überlegen, Mensch, die Bauern auf dem Dorf, die freuen sich gerade, dass es regnet. Für die ist dieser Regen ja ein Segen und eine Ressource. Ja. Und so können wir unsere Beziehung zum Phänomen ändern und damit auch unser Erleben. Und Regen muss kein Problem sein, wenn man ein verliebtes Pärchen sieht, das im Regen tanzt. Für die ist der Regen auf jeden Fall kein Problem. Und damit können wir unsere Wahrnehmung und damit auch unser Erleben verändern. Und das ist das, was wir in lösungsorientierter Beratung machen. Die Techniken dazu, sowas wie Reframing, also das Umdeuten von Phänomenen, von Verhalten, von Sätzen, von Wörtern, paraphrasieren, das heißt, wir bieten andere. Also Gesagtes in unserer Art und Weise an. Wir wechseln die Perspektive, in denen wir Methoden einsetzen, zum Beispiel dem Systembrett. Das heißt, wir können von außen auf mehr Personensysteme draufschauen und kommen da zu ganz anderen Lösungen. Das ist so unsere Arbeitsweise im systemisch lösungsorientierten Arbeiten. Dann benennen wir Probleme oft so, als wenn wir die hätten. Also wir haben ein Problem und damit versachlichen wir auch Probleme. Letztlich müssten wir eigentlich sagen, wir erleben ein Problem und wir erleben dieses Problem niemals gleich intensiv. Ja, das ist das, was ich schon mal angedeutet hatte. Probleme haben immer Ausnahmen. Und wenn es in der Zeit ist, wo wir schlafen, Menschen, die Depressionen haben, die sind niemals 27/7 gleich depressiv. Menschen, die süchtig sind, die haben dieses Verlangen nach den Suchtmitteln nicht 24/7 in der gleichen Intensität. Es gibt also Ausnahmen. Und das Problemerleben, das variiert eben im Verlauf der Zeit, im Verlauf des Tages, im Verlauf der Woche. Und diese Ausnahmen, die sind für uns spannend in der Lösungsorientierung, weil wir dann schauen, da muss ja irgendeine Ressource da sein, die dieses Suchterleben oder die diese depressive Stimmung irgendwie in etwas Positiveres oder eine positivere Stimmung ermöglichen. Und nach diesen Ausnahmen, die erkunden wir. Also was ist da anders? Ist da jemand vielleicht an einem anderen Ort? Sind da andere Menschen da? Sind da innere Ressourcen aktiv, die vielleicht sonst nicht so aktiv sind? Und das meinen wir mit der Arbeit mit Ausnahmen. Und wir gehen davon aus, dass Probleme erzeugt werden. Also wir sagen immer, ich habe ein Problem, eigentlich erlebe ich es. Ja, also andere sagen ja, wenn das dein Problem ist, dann will ich in meinem Leben keine Probleme mehr haben. Die empfinden das eher als ja, maximal Herausforderung. Und trotzdem gibt es Klientinnen und Klienten, die manchmal so kleine Schwierigkeiten im Alltag schon als sehr, sehr großes Problem erleben. Und für uns im konstruktivistischen Sinne, dass Probleme erzeugt werden, genauso wie Erleben erzeugt wird, eben dahin, wo ich meine Aufmerksamkeit hin fokussiere ich die jetzt zu diesem Vortrag oder vielleicht auf die Hausarbeit oder vielleicht auf den Problemberg und den Stress, den ich noch habe, dort entsteht Erleben. Und genauso ist es mit Problemen. Deswegen sprechen wir auch so wenig über Probleme im lösungsorientierten Arbeiten oder nennen die dann auch anders. Also ich biete immer an, das ist ein Phänomen. Ja, das ist kein Problem, es ist erstmal ein Phänomen, denn schon die Bezeichnung macht etwas mit dem Erleben. Ja, wenn ich 10 Probleme am Tag erlebe, macht das was mit mir. Wenn ich immer wieder Konflikte sehe oder Schwierigkeiten, das sind alles so Begriffe, die so sehr negativ konnotiert sind, die auch im Erleben, die machen es schwer. Ja, und unsere Aufgabe ist ja eher anzubieten, es leichter zu machen. Ja. Und wir fragen nach Ressourcen, die mal irgendwann da waren in der Vergangenheit, die können wir herausarbeiten oder Ressourcen, die man vielleicht eigentlich hätte, aber in der Situation eben gerade nicht. Ja, also Leute, die eigentlich Talente haben, die Stärken haben, Potenziale, die nicht ausgenutzt werden. Das ist der Fokus, den wir versuchen zu finden in der lösungsorientierten Beratung und Gesprächsführung.
Wie arbeitet jetzt ein Berater oder eine Beraterin? Also angenommen, ich bin jetzt Berater, der lösungsorientiert arbeitet, dann ist meine Haltung immer erstmal die des Nichtwissens. Das heißt, egal was mir ein Klient oder eine Klientin erzählt, ich bleibe neugierig und stelle mich dumm. Selbst wenn es Ähnlichkeiten zu anderen Personen oder Geschichten gibt. Damit bleiben wir nämlich neutral und unvoreingenommen. Wenn wir sofort überlegen, ach, so ähnlich hatte ich schon mal einen Klienten und da habe ich das gemacht, dann werden wir nicht dem gerecht, was unsere Klientinnen und Klienten brauchen. Also hier folgen wir eher dem Leitsatz, sei schlau, stell dich dumm. Wir wissen nichts von dem, was die Klientinnen und Klienten uns erzählen und genauso fragen wir auch. Und wenn das manchmal auch seltsame Fragen sind und komische Fragen, dann zielen die immer darauf ab, die Klientinnen und Klienten zu einer anderen Perspektive zu bringen, also eine andere Beziehung einzunehmen zu ihrem Problem oder Phänomen. Das machen wir zum Beispiel durch hilfreiche Fragen. Also wohin zielt eine Frage ab, die ich stelle? Also es gibt ganz viele Fragetechniken im systemisch lösungsorientierten Arbeiten. Ein paar habe ich schon angedeutet. Wann war das Problem nicht da? Wann gibt es Ausnahmen? Woran würdest du merken, dass diese Beratungssitzung erfolgreich war? Was wäre denn ein Ziel, ein mögliches? Was wäre nützlich für dich heute? Was wäre ein gutes Ergebnis? Angenommen, ein Wunder passiert und das Problem wäre gelöst, wie würde dein Leben aussehen? Das sind alles so Fragen, die weg vom Problem gehen und damit Energy flows where attention goes. Die Aufmerksamkeit geht Richtung Lösung, Richtung erwünschter Zukunft. Und die Grundannahme dahinter ist, dass wenn wir Menschen in diesen Zustand versetzen, dann finden die alle Ressourcen und Fähigkeiten, die sie brauchen, um ihr Problem zu lösen. Und in meiner Erfahrung, ich habe 10 Jahre in der psychosozialen Beratung gearbeitet, in meiner Erfahrung zu 99,9% funktioniert das. Nur durch diese guten Fragen, die Klientinnen und Klienten in eine andere Position versetzen, wo sie anders auf ihr Problem blicken können. Die Arbeit mit der erwünschten Zukunft. Also was soll am Ende rauskommen? Was ist denn das Ziel? Was wäre anders? Was ist da, wenn das Problem gelöst ist? Wir sind sehr sparsam mit Interventionen, wo andere eine große Planung machen, welche Methodiken und Techniken alle in der Behandlung auftauchen müssen, arbeiten wir sehr sparsam, denn wir wollen ja, dass die Klientinnen und Klienten aktiv werden, dass sie arbeiten im Sinne von eine Lösung finden, dass sie ihr Tempo finden. Wir passen uns da eher an. Und wir setzen eben an allem, was Positives da ist. Gerade dann, wenn Menschen so in schweren Krisen stecken, sich sehr belastet fühlen, sich sehr ausgeliefert fühlen, hilflos fühlen, ist es besonders nützlich, eben an Erfahrungen anzusetzen, die für die Klientinnen und Klienten positiv sind. Die sind manchmal sogar sehr überrascht, wenn man sowas fragt. So im Sinne von, sowas hat mich noch nie jemand gefragt oder das habe ich mich nicht mal selber gefragt. Ja? Also wir sind ja alle so ein bisschen Meister darin, uns bezogen auf unsere Defizite und Schwächen, alles, was wir nicht können, fertig zu machen, anstatt uns ein bisschen mehr auf das zu konzentrieren, was wir eben gut können. Ja? Und das könnten wir uns als Beraterinnen und Berater oder pädagogische Fachkräfte auch immer ein bisschen mehr erlauben, als wir es so schon tun. Und wenn wir uns jetzt so eine lösungsorientierte Beratungssitzung anschauen, dann ist der größte Teil der Beratungszeit oder der Therapiezeit dadurch geprägt, dass es um Entwicklungslinien geht. Also wo will jemand hin? Welche Schritte wurden schon getan? So erste Schritte, das ist immer der Abschluss einer lösungsorientierten Beratung, wenn man so entwickelt hat, was mögliche Ressourcen sein könnten oder mögliche Fähigkeiten, mögliche Lösungsansätze, wird immer am Ende gefragt, was wird dein erster kleiner Schritt sein? Mit der Idee, wir durchbrechen das alte Muster, das Problemmuster und erzeugen ein neues, in dem ein erster Schritt in die gewünschte Richtung getan wird. Und dann mal zu gucken, was hat es für eine Auswirkung. Das sind diese Muster, die wir meinen und diese Wechselwirkungen. Wenn ich in meinem Familiensystem eine Veränderung durchmache, zum Beispiel etwas anderes sehe, einen Glaubenssatz verändere oder ein anderes Verhalten zeige, dann wird das eine Auswirkung auf dieses System haben, auf mein Familiensystem, weil wir eben miteinander in Beziehung und Interaktion stehen, wie in so einem Mobile. Egal, wo man das Mobile berührt, es kommt immer komplett in Bewegung. So ist es systemisch gedacht auch gemeint. Das heißt, meine ersten Schritte Richtung Lösung werden auch Auswirkungen haben auf die Systeme, in denen ich und die Kontexte, in denen ich aktiv bin.
Der Grad der Zuversicht ist wichtig. Also wie viel Hoffnung hat jemand? Hoffnungsfragen sind immer ganz wichtig. Dann, wie ist jemand in ähnlichen Situationen in der Vergangenheit damit umgegangen? Also gab es schon mal ein ähnliches Problem? Wie ist es dir da gelungen, damit umzugehen? Was waren damals Lösungsansätze? Gibt es Modelle oder Vorbilder für die Klientinnen und Klienten? Also wer in deinem Nahraum erlebt vielleicht auch solche Konflikte und wie geht er oder sie damit um? Ja, das können ja auch Ressourcen sein. Oder spezielle lösungsorientierte Fragen, Wertschätzung, Würdigung, Anerkennung sowohl des Problemerlebens, aber auch allen dessen, was Klientinnen und Klienten an Veränderungen und Entwicklung durchmachen. Wir haben dieses Reframing und Umdeuten als Technik, also was ist das mögliche Gute im Schlechten? Ja. Die Wunderfrage, das heißt, angenommen, es passiert ein Wunder und das Problem ist gelöst, was würdest du morgen als erstes tun, wenn das Problem einfach weg wäre? Und alles, was dann genannt wird, sind Lösungsansätze, sind Ressourcen, sind Fähigkeiten. Ja. Wir geben so kleine Experimente mit, um mal zu schauen, was passiert, wenn. Ja. Und wir fokussieren eben auf Veränderungen und auf das Erwünschte in Beratungssitzungen. Nicht auf alles das, was schlecht ist, wie es entstanden ist, wie problematisch es sich anfühlt, sondern wo ist das Ziel, wie komme ich dahin, war ich vielleicht schon mal dort, was hat mir geholfen, etc. Und damit werden wir als Berater und Beraterinnen zu Entwickler von Möglichkeitssinn. Also nicht, was ist nicht möglich, sondern was ist möglich in dem Leben und in den Entwicklungen unserer Klientinnen und Klienten. Wir geben Anstöße, wir versuchen Alternativen zu finden, im günstigsten Fall sogar so viele, dass der Klient am Ende einer Sitzung einen bunten Blumenstrauß hat, aus denen er wählen kann, was er jetzt als erstes tut. Was wird mein erster kleiner Schritt sein? Ja. Wir sind Aktivierer von Ressourcen. Das ist das, was ich meine, wenn wir so in Problemtrance sind und unsere eigenen Fähigkeiten und Stärken nicht mehr sehen, sondern eher damit beschäftigt sind, uns selber abzuwerten. Das heißt, wir schauen, was kann jemand? Was sind die Stärken? Was sind die Fähigkeiten? Wer oder was ist im Leben der Klientinnen und Klienten da? Wir ermutigen eben zum ersten kleinen Schritt. Wir bewundern die Autonomie der Klientinnen und Klienten, also diese Eigenständigkeit, diese Unabhängigkeit, aber auch all diese Lösungen und Ressourcen, die in den Klientinnen und Klienten stehen. Als lösungsorientierte Beraterinnen und Berater sind wir aber auch Supervisorinnen und Supervisoren für die Interaktion mit der Außenwelt. Das heißt, wir schauen ja von außen zu, wie sich unsere Zielgruppe verändert, wie sie sich entwickelt, wie sie in neue Interaktionen geht, wie sie positive Schritte geht, vielleicht auch mal einen Rückschritt geht, aber wie sie sich weiterentwickelt im Sinne ihres eigenen Ziels. Und damit fördern wir auch Normalität. Es muss nicht immer das große Ziel sein. Manchmal reichen kleine Ziele, kleine Veränderungen. Und wir unterstützen Selbstwirksamkeit. Denn das ist das, was ich, wenn ich so ein Problem erlebe, so eine Schwere, wenn ich so ein Opfer erleben habe, mich ausgeliefert fühle, dann fehlt mir genau das, nämlich Selbstwirksamkeit. Also das, was ich tue, hat eine Wirkung für mich, aber auch in meinem Umfeld und im günstigsten Fall eine positive. Ja. Und das wollen wir wiederherstellen durch die Arbeit mit Lösungen, mit Ressourcen, Fähigkeiten, Stärken und Kompetenzen. Zum Abschluss eine Zusammenfassung dessen, was wir uns in den letzten 50 Minuten angeschaut haben, mit auch zwei, drei neuen Ideen. Dann gibt es noch Möglichkeit für Fragen. Die Grundannahmen der Lösungsorientierung gehen also davon ausgehen, dass nicht wir die Experten sind als Beraterinnen und Berater, sondern die Klientinnen und Klienten. Wir wissen vom Leben der Zielgruppe nichts, ne? Haltung des Nichtwissens. Wir bringen es in Erfahrung, wir stellen kluge Fragen, aber zu entscheiden, was das Richtige ist, was ein guter erster Schritt ist, was vielleicht auch Grenzen sind von Veränderungen und Entwicklungen, können nur Klientinnen und Klienten selbst. Und dazu müssen wir selbst das Problem an sich nicht kennen, sondern immer nur die Beziehung zum Phänomen ist relevant. Die kann ich nämlich verändern. Die Probleme an sich sind häufig abhängig von Dingen, die nicht veränderbar sind. Das ist zum Beispiel der Chef, das ist in der Partnerschaft der Partner, das sind Kolleginnen und Kollegen, Nachbarn, also Menschen, wer schon mal versucht hat, jemand anderen zu ändern, der wird wahrscheinlich verzweifelt nach ein paar Wochen, Monaten und Jahren aufgehört haben und sich überlegt haben, vielleicht muss ich selber was ändern.
Das ist immer leichter, als sich an anderen abzuarbeiten. Und meine Beziehung zu irgendeinem Phänomen, die kann ich verändern, das Phänomen selbst oft nicht. Denkt an die Vogelspinne. Dann haben wir so einen Leitsatz in lösungsorientierten Arbeiten, den man auch gut für den Alltag und auch für die Arbeit mit Kindern nutzen kann, nämlich wenn etwas gut funktioniert, macht mehr davon. Also alles, was klappt, was gut ist, was unterstützt, was stärkt, mehr machen. Das sind Ressourcen, die kann man nutzen und wenn die einmal funktionieren, funktionieren die auch, wenn ich die häufiger anwende. Wenn etwas nicht funktioniert, mach was anderes. Wir arbeiten uns häufig auch an Dingen ab, die einfach nicht funktionieren. Und dann brauchen wir noch eine Versicherung und noch eine Versicherung, bis wir irgendwann nach dem fünften, sechsten Mal begreifen, es funktioniert nicht, ich muss was anderes machen. Und repariere nichts, was nicht kaputt ist. Also wir arbeiten im lösungsorientierten und im systemischen Arbeiten immer mit dem, was der Klient oder die Klientin möchte. Und alles das, was wir vielleicht sehen oder vermuten, könnte noch eine Störung dahinter sein oder eine psychische Krankheit. Es wird nichts repariert, was nicht kaputt ist, im Sinne von, es wird auch nichts besprochen, was nicht gesagt wird. Ja? Wir arbeiten immer mit dem, was ist, also das, was die Klientinnen und Klienten äußern. Und unser Fokus geht weg von den Ursachen hin zu Kontext, Wechselwirkung und Ressourcen und auf das Erwünschte. Also wo will jemand hin? Weg vom Ist-Zustand hin zum Soll-Zustand. Wie sieht das Erleben aus? Wie sieht dein Alltag aus, wenn das Problem gelöst ist? Was machst du dann anders? Und was dort beschrieben wird, sind alles Lösungsansätze, die dazu führen, genau diesen Alltag zu bekommen. Weiterhin, Veränderung ist immer möglich. Das ist auch eine Grundannahme. Auch wenn Menschen sagen, ich habe alles schon probiert, nichts hat funktioniert und es wird diese Veränderung nicht geben. Wir gehen davon aus, mit so einer Hoffnung auch und einer Zuversicht, dass Veränderung immer möglich ist und dass wir auch alle Fähigkeiten haben, als Klientinnen und Klienten diese Veränderung in Gang zu setzen. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer Dinge, die gut funktionieren, es gibt immer Ressourcen. Jeder Mensch hat zu jeder Zeit alles das, was er braucht, um seine Probleme zu lösen. Im Mittelpunkt stehen also angestrebte Lösungen und Entwicklungsrichtungen, dass die Anliegen und die Wünsche der Klienten und die gewünschte Richtung und nicht das Problem. Das ist das Bild gewesen, entweder durch das Problem durch oder außenrum und ich komme trotzdem zur Lösung. Die Gesprächsführung und unsere Fragen, die wir stellen, konzentriert sich auf das Jetzt und auf das, wie ist es in einem Monat, wo das Problem gelöst ist und eben nicht. Wie ist es entstanden? Wo kommt es her? Was hat deine Vergangenheit damit zu tun? Wir müssen also die Ursachen nicht ergründen und die Vergangenheit nicht erforschen. Das ist für uns nicht notwendig. Das heißt, wir können die Problemtrance umgehen, um eine Lösungstrance aufzubauen. Eine andere Perspektive, die Klientinnen und Klienten in eine andere Beziehung zu ihrem Problem zu bringen, um damit das Problem selbst zu lösen. In der Vergangenheit werden ausschließlich Erfolge ergründet, also die Ausnahmen. Wann ist das Problem zum Beispiel nicht da? Hattest du in deiner Vergangenheit das Problem schon mal? Wenn ja, wie hast du es da gelöst? Welche Ressourcen waren da? Wer hat dir geholfen? Was hat dir geholfen? Wir gehen immer von diesem Mobile-Effekt aus. Also meine Veränderung hat in den Kontexten und Systemen, in denen ich aktiv bin, auch eine Veränderung, ja, und eine Auswirkung. Also wenn ich was verändere, verändert sich auch das System, in dem ich aktiv bin. Und damit der systemische Gedanke, alles ist mit allem verbunden und es kann eben so ein Dominoeffekt eintreten. Also wenn die ersten guten Schritte Richtung erwünschter Zukunft der Klientinnen und Klienten gegangen sind, muss sich ein System neu ordnen. Es müssen neue Muster sich entwickeln. Gerade in der Familie kann man das immer gut beobachten. Und dann entwickeln sich neue Muster. In diesem System, alles ist mit allem vernetzt und verbunden. Und damit werden auch Lösungen neu konstruiert in diesen Systemen und Kontexten. Die Lösungsorientierung ist ein Standardverfahren. Letzte Folie ist ein Modell, was eher dem Ansatz des systemischen Arbeitens zuzuordnen ist. Wir blicken auf Ressourcen und Fähigkeiten, nicht auf Defizite, Probleme oder die Vergangenheit. Wir arbeiten zukunftsorientiert mit dem Fokus auf Lösungen eben statt Probleme. Bei der Orientierung ignorieren wir das Problem nicht. Bei der Lösungsfokussieren,
Lösungsfokussierung. Ja, also es gibt wirklich Leute, die lassen sich vom Problem gar nichts erzählen. Die fokussieren wirklich nur das, wo die Reise hingehen soll, mit der Grundannahme, das Problem zu erkennen, zu durchleuchten, zu analysieren, hat nicht unbedingt einen großen Effekt auf die Lösungsarbeit. Im Gegenteil, meine Erfahrung ist, je länger ich Zeit habe für die Problemschilderung, umso mehr saugt mich das selbst, auch wenn man so ein bisschen empathisch ist und mitfühlt und mitschwingt, saugt einen das selber so mit rein und man erlebt selbst das Problem am Ende mit. Ja, und das ist so ein bisschen schwierig, weil wir ja auch eine offene Perspektive brauchen, ein offenes Bewusstsein. Und das ist eben schwierig, wenn man sich viel mit Problemen beschäftigt, ja? Also der Klientinnen und Klienten. Wir blicken auf Ausnahmen und Ressourcen in der Vergangenheit. Die Vergangenheit an sich, das ist auch eine Grundannahme, kann eh nicht mehr verändert werden. Aber die Beziehung dazu, ja, also es gibt so diesen einen Buchtitel, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Damit ist eben gemeint, das, was in meiner Kindheit vielleicht an schlechten Dingen passiert ist, kann ich an sich nicht mehr ändern, aber ich kann eine andere Haltung dazu einnehmen, eine andere Perspektive, eine andere Position, eine andere Beziehung, mit der ich jetzt vielleicht besser klarkomme oder die es mir ermöglicht, gesünder damit umzugehen, besser damit umzugehen, dass es nicht so problematisch und schwer wirkt. Ja. In der Gegenwart können wir eben denken, fühlen, handeln, beeinflussen und verändern. Das, was in der Vergangenheit empfunden, gefühlt, gedacht und gehandelt wurde, nicht. Und wir können aber auch das Verhalten und Denken und Erleben und Handeln in der Zukunft verändern. Durch das, was wir in der Beratung, Therapie, im Coaching, in der Pädagogik heute entwickeln mit den Klientinnen und Klienten, das Ganze immer mit so einer wertschätzenden, würdigenden, achtenswerten Haltung. Mit einer, die unterstützt, die keine Vorurteile hat, die nicht bewertet, die nicht verurteilt, sondern die eben wirklich wertschätzend, anerkennend, mit hoher Achtung ist, für die Klientinnen und Klienten. Wir arbeiten mit funktionierenden Lösungen, bieten auch alternative Beschreibungen an. Das heißt, statt einem Problem ist es vielleicht ein Phänomen und ermöglichen damit Perspektivwechsel und damit eine andere Beziehung zum Problem. Erinnert euch an die Vogelspinne oder den Chef. Also diese Beziehung zum Phänomen ist veränderbar. Zum Abschluss der Hinweis auf diese fünf Bücher. Das Standardwerk für lösungsorientierte Beratung ist von Bamberger. Viele Inhalte des Vortrags sind aus diesem Buch, ebenso wie aus dem zweiten Standardwerk von Lilo Schmitz, was hier an fünfter Stelle steht, und von Steve DeShazer, die zwei Standardwerke Worte waren ursprünglich Zauber und mehr als ein Wunder und systemisch lösungsorientierte Gesprächsführung und Beratung, Coaching, Supervision und Therapie von Holger Lindemann. Das sind so die fünf Bücher, gibt auf jeden Fall noch mehr, aber das sind so die fünf, um sich so ein bisschen dem Thema zu nähern, wer sich dafür interessiert. Und an dieser Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.